Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zu Rennen Nummer 19 in der Formel 1-Saison. Herzlich willkommen zum großen Preis der USA. Wir sind zu Gast in Texas, Austin. Einmal kurz über die Grenze von Mexiko aus. Ja, und hier wollen wir natürlich im Idealfall unseren nächsten Sieg holen, um vielleicht sogar noch Platz 2 der Fahrer-WM klar zu machen. Aber es wird definitiv kein Weltmeistertitel. Es sind noch 3 Rennen, wir haben 72 Punkte Rückstand. Da muss so viel noch passieren, damit wir da echt noch Weltmeister werden können. Wir müssen definitiv alle 3 Rennen gewinnen. Und Hamilton darf in diesen 3 Rennen jeweils nur insgesamt ein Pünktchen holen, also 3 an der Zahl, und das, um das Ding hier klar zu machen. Also, es wird dafür definitiv nichts werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Naja, mal schauen, wie es läuft. So, was haben wir denn hier für Aufgaben? Wochenvorschau, okay. Ne, Entwicklung abgeschlossen, super, wunderbar. Und alles trocken. Naja, wunderbar. Da können wir direkt reingehen in das erste freie Training für diesen Freitag heute. Training hier in Austin, Texas, wo die Fahrer sich gerade auf die erste Fahrt des Wochenendes beim großen Preis der USA vorbereiten. Stefan Römer, wie viel Zeit werden die Teams hier investieren, um Änderungen an den Autos vorzunehmen? Man muss zuerst grundlegende Tests vornehmen. Funktioniert das Auto richtig? Wie sind die Streckenbedingungen? Solche Dinge eben. Dann geht man ans Eingemachte und führt Test-Sessions durch, in denen man Daten sammelt, neue Teile ausprobiert und alles Mögliche einstellt. So viel echtes Training findet gar nicht statt. Viele der Fahrer kennen die Strecke bereits sehr gut, sei es durch vorige Rennen oder den Simulator. Wir gucken mal, zweiter Trainingseintrag, Trockentraining, 2 Trockentraining, 3 Trockentraining. Ja, alles wunderbar. Alles kommt mit Rennwochenende ist trocken. Das heißt, wir starten auf Medium, weil das sind die Reifen, die wir definitiv auch nutzen werden. So, ich habe mir alle Setups rausgeholt. Und dann geht's jetzt ins erste freie Training, liebe Leute. Wir wollen ja hier halt tatsächlich einen guten Eindruck machen. Und ja, wir müssen halt ja quasi gewinnen, um noch Weltmeister werden zu können. Aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich schwierig werden. Ja, das Wochenende lief perfekt. Wunderbar, das ist jetzt mein Wochenende, beide Rennen in Punkten. Sonntag kein Rennen, genauso wie Samstag, also morgen Abend definitiv kein Rennen. Ich bin nämlich heute schon weg, quasi in Richtung meiner alten neuen Heimat. Deswegen morgen Abend für mich kein Rennen, da wir, also beziehungsweise ich bin jetzt in der alten Heimat. Ein paar Sachen klären und dann bin ich weg und freue mich schon auf mein Leben. Also nächste Woche erst Samstag wieder Formel 1 bei mir auf dem Kanal im Livestream. Weil im letzten Rennen in Japan Platz 8 der rauskam am Ende. Wobei ich eigentlich sehr, sehr zufrieden bin. Ohne voriges Training, ohne Qualifying mal eben kurz in die Punkte zu fahren. Und dann Platz 11 in Ungarn, wo auch wieder dicke Punkte rauskamen. So, wir konzentrieren uns jetzt gerade ein bisschen auf die Länge gerade hier und dann schön auf diese Haarnadel. So, ich werde mal gucken, wo es nächste Saison überhaupt hingeht. Es könnte nämlich das drittletzte Rennen für Williams sein. Also es wird das drittletzte Rennen, weil danach könnte es wahrscheinlich Alfa Romeo oder McLaren werden. Mal schauen. Oder vielleicht auch Haas. Mal sehen, wie es läuft. Also so ein von diesen drei Teams wird es auf jeden Fall werden. So, beste Zeit. Momentan als 39,5.
habe vergessen, mich wieder auf Fett zu stellen, liebe Leute. Momentan vor Danny Ricciardo. Ja, wir müssen ja hier wieder ein bisschen arbeiten. Gasly jetzt auf 3. Red Bull. Bestzeit. Zweiter Sektor, liebe Leute. Aber wir jagen unsere eigene Zeit. Aber so wird das definitiv gar nichts. Das hat noch 39,0. Upsi, ein bisschen. Your front wing is damaged. Expect a lot of understeer unless we replace it. Oh, dann gehen wir mal zurück in die Garage. Mal, was wir für die Zeiten drin haben, wie weit wir vorne sind. Ja, wir sind auf jeden Fall wieder dabei, was die Spitze betrifft. Ja, fit, fit auf Soft. Genau so Perez. Das ist keine Überraschung. Wir sind vor Hamilton erstmal. Also wie gesagt, aber solange der Achter wird, ist das Thema für uns gegessen. Also gehen wir von aus, jetzt nicht mehr. Das ist viel zu, dafür waren so Strecken wie Singapur, Japan und Australien, wo ich echt viele Punkte liegen gelassen habe. Dabei. Noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Vettel, RS und Richt. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Das war Training Nummer 1, liebe Leute. Gehen wir rein direkt ins Ring 2. Hope you're sitting comfortably, mate. We've got a sensor issue and we're going to be stuck here for a while as we fix it. Na, ein Sensor, der am Arsch ist. Ja, bitte. Zeit übersprungen. Das heißt, wir können auf die Strecke und gehen auf die fliegende Runde. So, wir wollen natürlich hier ein gutes Ergebnis holen. Ja, wie gesagt, wir müssen ja eigentlich schon gewinnen. Und wirklich die Mini-Chance haben auf dem WM-Titel. Aber wie gesagt, das wird definitiv diesmal durch sein. Hamilton muss nur auf Platz 8 kommen. Dann haben wir, sind wir nämlich raus aus der Sache. Aber den Vize-Weltmeistertitel, den möchte ich gerne haben. Zumindest den. Und dann vielleicht dann mal gucken, was die nächste Saison bringt. So,
So, Bottas legt erstmal in der Zwischenzeit hin auf Medium. Damit haben wir schon mal eine Zeit, die wir knacken müssen. Platz 3 hinter Vettel und so war klar. Aber selbst wir dürfen nicht mal Zweiter werden. Wenn wir einmal Zweiter ist, ist es egal, wie, ob Hamilton nur rausfliegt. Ne? Dann sind wir, ist das Thema nämlich auch gegessen. Aber wie gesagt, das wird nicht einfach werden. Das wird definitiv nicht einfach werden. Wir sind nämlich momentan im Rückstand gegen Valtteri Bottas. Das heißt, wir müssen im letzten Sektor jetzt nochmal ein bisschen zaubern. Aber nicht mit der Runde. Per Gasly. Auf Soft. Aber solange wir auf Soft fahren, haben wir eh gar nichts zu melden. Weil wir mit dem Medium nicht schnell genug so schnell sind, dass wir auf die Soft knacken können. Dafür ist das Auto nicht wirklich entwickelt. Ich werde jetzt auch ein bisschen noch was entwickeln. Na klar, für die neue Saison auf jeden Fall. Eine Sekunde ruhig noch auf Gasly. Wobei USA habe ich tatsächlich schon schlechte, habe ich schlechte Erfahrungen gemacht diese Saison. Also für die Bestzeit wird sie für die nicht reichen, das ist schon klar. Aber so nah wie möglich ranhalten. Erster Sektor violett. So, mal gucken, was Sektor 2 bringt. Es wird nicht reichen, um vorne wirklich ranzukommen an Pierre Gasly. Da ist ein Hamilton, der mal kurz vorliegt. Ja, ich merke gerade, wir sind mit dem Medium tatsächlich gut dran schon mal. An der Spitze sind nur 200. Also für Soft würden wir die wahrscheinlich knacken, die Zeit. Und zwar ohne Probleme. Wir sind immer noch die schnellsten Mediums. Jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir jetzt noch einmal die drei besten. Platz 5. Gasly, Hamilton und Daniel Ricciardo. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Mhm. So, dann geht's jetzt weiter. Im Training 3. So. Guck mal, was wir jetzt noch machen können. Wir haben ja dicke Punkte gerade. Wenn ich du wäre, würde ich so investieren.
Dann machen wir das so. Dann knacken wir da mal kurz einen neuen Diffusor mit rein. Und damit ist das Thema auch gut dabei. So, weiter geht's jetzt mit dem T3. Und da fahren wir dann nämlich das erste Mal Rover auch selber auf den Soft. So, dann hören wir mal. Was haben wir denn für Reifen? Ich sehe gerade nicht, was der für Reifen drauf hat, ne? Ernsthaft. Gelb. Ich brauche noch nicht gelb. Nein, ich nehme Soft. Na gut. Rauf mit den Reifen. Lass mich doch mal eine schnelle Runde fahren, liebe Leute. So, mal auf. Der Motor ist bei 56% mittlerweile. Mal gucken, ob ich einen habe, der kleiner ist als dieser hier. Für die nächsten letzten beiden Grand Prix. Weil der Motor ist ja ein Trainingsmotor, ne? Es ist ja kein. Ist ja nicht der Rennmotor. Ich glaube, ich hatte vor Singapur, hatte ich ja die komplette Einheit alles getestet. Getauscht. Aber das müsste ein Trainingsmotor sein. So, vor uns ist ein Auto, das ist ein Renault. Das sieht man links auf der Karte, das ist nämlich ein gelber Punkt, deswegen ist es ein Renault. Es ist klar, mal gucken, wie die nächste Saison fahren werden. Ob die nächste Saison auch mit Ricciardo und der Hülkenberg fahren können. Oder ob Hülkenberg tatsächlich das erste Mal in ein Top-Team geht. Ja, das sind durch diese Fahrerwechselei. Das ist jetzt Ricciardo. Diese Fahrerwechseln macht es ja auch nochmal spannend. Das wird definitiv klar, unklar sein, wie die ganzen Fahrer in der nächsten Saison fahren. Ne? Der erste Fahrerwechsel haben wir ja diese Saison schon nach dem Frankreich Grand Prix gehabt. So, jetzt haben wir Ricciardo vorne. Wir sind auf jeden Fall auf besserer Kurs. Vor Kimi Räikkönen, der auf Soft jedenfalls fährt. Aber das Problem ist, habe ich Ricciardo direkt vor der Nase. 1,37,1. Ja, der will auf jeden Fall. Der Renault ist schneller als ich. Der Renault hat noch mehr, ein bisschen mehr Top-Power als der Williams. Aber wer ist Zeit? Gerade 37,1. Aber die Runde noch nicht perfekt war, aber da. Verstappen stellt sich da Räikkönen sogar noch. Ja, Verstappen auf Medium, ne? Wenn wir denken, wir sind das schnellste Auto mit Medium auf der Strecke gewesen. Ich schau mal. So, Sektoren 1 und 2, beide violett. Das wird auf jeden Fall nochmal eine schnelle Runde. Das wird eine 36er Zeit. Tschüss. Das Problem ist, ich da ein bisschen weit rausgekommen bin. Jetzt muss ich natürlich hoffen, dass die Zeit nochmal schneller wird. Weil Ricciardo eben vor mir war. Nein, wird es nicht. Ich habe es ja tatsächlich im letzten Sektor verkackt.
So, Sektor 1. Geht schon wieder so los wie eben. Ja, ich glaube, das ist aber trotzdem ein Trainingsmotor. Ich glaube, das ist nicht dramatisch. Das ist jetzt mit 57%. Du meckerst jetzt die ganze Zeit rum in den scheiß Motor. Ich weiß doch nichts. So, jetzt muss ich noch mal eine gute Runde zu Ende fahren. Da ist die Bestzeit. Da ist doch meine Bestzeit. 36,9 oder 36,8 vielleicht sogar noch. Ich weiß es nicht gerade. Kann so oder so sein. Es reicht, um auf jeden Fall deutlich vorne zu liegen. Russell auf 5. Respekt. Ja, auch fast 3 Sekunden dahinter. Bottas, Hamilton. Hamilton auf 6. Aber auch auf Medium, ne? Auch. Ja, auf einmal fahren wir Medium, auf einmal kommen die Jungs nicht mehr dran. Und damit haben wir das Thema auch erledigt. Damit sind wir auch durch mit dem freien Training. Auf P1 stehend. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richter, Vettel und Sergio Perez. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Na, genau so ist es. Und deswegen geht es auch gleich weiter mit dem nächsten Training. Oh, ich hoffe, dass wir keinen Regen mehr haben. Aber ich vermute, dass wir tatsächlich in Brasilien nächste Woche nochmal Regen haben. So, gut. Die Trainings sind schon mal abgearbeitet. Wie gesagt, es wird komplett trocken auf jeden Fall werden. Da freue ich mich drauf. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play F1 2019. Und dann geht's mit dem Qualifikationstraining zum Großen Preis der USA weiter. Bis dann. Tschüss.